Leute, ich bin Anna, ich bin 24 Jahre alt, schwanger mit dem vierten Kind. Alle anderen Kinder sind unter 4 und heute nehme ich euch durch meinen Arzttermin mit beim Frauenarzt. Ich bin zurzeit in der 20. Schwangerschaftswoche und ich habe meinen Mutterpass mitgenommen, meine Versichertenkarte, das, was man so braucht. Beim Frauenarzt angekommen musste ich schon Urin abgeben, gewogen wurde ich, Blutdruck gemessen, alles, was immer so ansteht. Und dann habe ich auch schon gewartet und ich habe gehofft, dass ich heute das Geschlecht erfahre. Habe mir danach ein Bubble Tea gegönnt und leider kam kein Geschlecht raus, immer noch am Warten.